Sigma-Krieger, dein Captain Sigma hier. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für dich. Nein, kein Jahresabo-Kneckebrot, sondern eine heftige Sigma-Compilation. Diese Compilation zeigt dir, warum du einen Sigma-Mann niemals unterschätzen solltest. Warum wir von allen gefürchtet werden. Wir Sigma-Männer sind wahre Meister der Tarnung und Macht. Zuerst tauchen wir ein in die Frage, warum Sigmas die gefährlichsten Männer sind. Sie mögen im Schatten agieren, aber ihre Fähigkeiten und Intelligenz machen sie zu den tödlichsten Gegnern. Lege dich niemals mit einem Sigma an, und wenn du es tust, dann gnade dir Gott. Dann enthüllen wir eine holde Sigma-Frau und machen ihr 31 Sigma-Nachfahren, damit diese Welt zu einem besseren Ort wird. Spaß beiseite, Sigma-Bruder. Wir enthüllen, wie Sigmas das Böse zerstören. Während die Welt oft von dunklen Mächten beherrscht wird, sind es die Sigmas, die sich ihnen still und heimlich entgegenstellen und sie vernichten. Anschließend erfährst du die 7 bizarren Gründe, warum Menschen Sigmas hassen. Der Hass auf Sigmas ist tief verwurzelt, und wir zeigen dir, warum ihre Einzigartigkeit so viel Neid und Missgunst hervorruft, es uns Sigmas aber kaum bewegt. Zum Schluss erlebst du die 8 heftigen Reaktionen gegen Kontrolle und wie der Sigma-Mann seine Freiheit verteidigt. Niemand kann einen Sigma zähmen oder kontrollieren. Ihre Unabhängigkeit ist unantastbar. Bereit für diese heftige Compilation? Das hier ist ein Manifest der Sigma-Männlichkeit. Lang lebe Sigma. Hey Sigma-Bruder, ich muss dir was erzählen. Es hat mich Nächte und literweise Kaffee gekostet, aber ich habe endlich die ultimative Tasse für uns erschaffen. Das Rudel der Unabhängigen. Jeder Strich, jeder Pixel, alles mit Liebe und Schweiß gestaltet, damit du ein Stück unserer Sigma-Mentalität in der Hand hältst. Das hier ist die Geschichte hinter der Tasse. Ein Rudel Wölfe, das durch die Wildnis streift. Jeder Wolf ist stark und unabhängig, jagt alleine, folgt seinem eigenen Instinkt. Aber am Ende des Tages finden sie sich zusammen, respektieren sich und bilden eine Gemeinschaft. Ein Rudel der Unabhängigen. Genau das sind wir, Sigma-Männer. Diese Tasse ist mehr als nur ein Trinkgefäß. Sie ist ein Symbol unserer Stärke, unseres Zusammenhalts. Perfekt für deinen Morgenkaffee, wenn du dich auf den Tag vorbereitest. Oder den abendlichen Tee, wenn du deine Gedanken ordnest. Mit jedem Schluck wirst du zum Schluckspecht. Spaß beiseite, mein Sigma-Bro. Du wirst daran erinnert, dass wir vielleicht alleine jagen, aber wir stehen zusammen. Hol dir das Rudel der Unabhängigen und sei Teil unseres einzigartigen Sigma-Rudels. Sei der einsame Wolf, der stark und unabhängig ist, aber trotzdem Teil einer Gemeinschaft, die dich versteht. Der Link zum Shop ist in der Beschreibung und in den Kommentaren. Lang lebe Sigma! Mit jedem Kauf unterstützt du meine Arbeit und sorgst dafür, dass ich meinen Alpha-Chef bald den Rücken kehren kann. Danke! Sigma-Krieger, willkommen zurück bei deinem Captain Sigma und dem Mekka deiner Sigma-Männlichkeit. Heute tauchen wir wieder tief ein. Nein, nicht in deine Traumfrau. Bleib mit deinem messerscharfen Verstand bitte bei der Sache, denn wir tauchen tief ein in die rätselhafte Welt der Sigma-Männer. Was ist ein Fehler, den viele machen? Den Sigma-Mann zu unterschätzen, oder? Wie oft wurdest du schon unterschätzt? Obwohl du brandgefährlich bist und man sich lieber nicht mit dir anlegen sollte? Nur weil wir Sigmas uns nicht so verhalten, als ob uns der Platz gehört, bedeutet es nicht, dass der Platz uns nicht gehört. Leg dich besser nicht mit uns an, denn wir sind nicht harmlos. Ganz im Gegenteil. Der Sigma-Mann ist ruhig, aber gefährlich. Die perfekte Mischung aus Intelligenz und Entschlossenheit. Während Alphas lautstark die Bühne erobern, sitzt der Sigma-Mann im Hintergrund und plant 10 Schritte voraus. Er ist der stille Beobachter, der alles wahrnimmt und analysiert. Sigmas sind nicht nur friedlich und verständnisvoll. Sie haben auch eine Grenze, die man besser nicht überschreitet. Sonst wird es gefährlich für dich, mein lieber Nicht-Sigma. Wenn du einem Sigma einen Grund gibst, dich ins Visier zu nehmen, dann gnade dir Gott. Stell dir vor, ein Sigma-Mann ist wie ein Schachspieler, der immer bereit ist, den nächsten Zug zu machen. Er mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken, aber unterschätze ihn nicht. Das könnte dein größter Fehler sein. Hier sind 12 Gründe, warum du dich niemals mit einem Sigma anlegen solltest. Warum Sigmas die gefährlichsten Männer sind. Viel gefährlicher als die bellenden Alphas. Mach dich bereit für eine spannende Reise in die Welt der Sigmas und entdecke, was sie so einzigartig und beeindruckend macht. Lang lebe Sigma. Nummer 1. Sie können schnell deine Schwächen herausfinden. Sigmas sind sehr aufmerksame Individuen. Wenn du ihnen auf die Füße trittst, können sie schnell deine Schwächen herausfinden.
Sie wissen, wie sie das gegen dich nutzen können und werden immer einen Weg finden, es auszunutzen. Obwohl es so aussieht, als hätten sie es vergessen, achten sie tatsächlich sehr genau auf alles, was um sie herum passiert. Du könntest denken, dass du mit etwas davonkommst, aber wenn du sie wirklich nervst, werden sie sicherstellen, dass sie dich zurückschlagen, wenn du es am wenigsten erwartest. Sie wissen, wie sie ihre Zeit nutzen und auf den perfekten Moment zum Zuschlagen warten. Es ist, als hätten sie eine mentale Datenbank all deiner vergangenen Handlungen und Worte. Also wenn du sie ernsthaft falsch einschätzt, werden sie sicherstellen, dass du dafür bezahlst. Wenn es lange gedauert hat und ein Sigma nichts gegen dich unternommen hat, bedeutet das, dass er dich entweder verziehen hat oder einen Weg gefunden hat, darüber hinwegzukommen. Also kannst du dich glücklich schätzen, aber wenn er es wirklich nicht loslassen kann, wird er einen Weg finden, dir seinen Zorn spüren zu lassen. Sigma-Männer sind verzeihend und verschwenden ihre Energie nicht an diejenigen, die es nicht verdienen, auch wenn sie manchmal gegen sie fehltritt. Aber sie können auch sehr rachsüchtige Individuen sein, wenn du sie ernsthaft verletzt. Sie sind nicht die Art mit körperlicher Aggression, aber sie nutzen ihre Köpfe, damit du nicht weißt, was dich getroffen hat. Nummer 2. Sie antizipieren alles sehr gut. Hast du schon mal Schach mit einem Sigma gespielt? Wenn ja, dann weißt du, dass sie immer 10 Schritte vorausdenken. Sie sind ständig am Strategisieren und Planen für jedes mögliche Ergebnis. Das macht sie sehr schwer zu schlagen, weil sie bereits an alles gedacht haben könnten, was du tun könntest. Er weiß, wie er deine Züge antizipieren kann und scheint immer viele Schritte voraus zu sein. Er ist immer auf alles vorbereitet, was passieren könnte, was ihn zu einem sehr riskanten Gegner macht. Du willst nie einen Sigma herausfordern, denn sie finden immer einen Weg, als Sieger hervorzugehen. Das sieht so aus, als hätten sie immer etwas in petto, was viele Leute nicht mögen. Anstatt sich mit ihnen anzulegen, ist es besser, einfach auf ihrer guten Seite zu bleiben. Nummer 3. Sie sind stille Beobachter. Sigma-Männer sind oft die Stillen in einem Raum, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht aufmerksam sind. Sie nehmen alles um sich herum auf und analysieren es. Sie beobachten und lernen immer. So gewinnen sie viel Wissen über die Welt um sie herum. Sie sagen vielleicht nicht viel, aber sie sind immer darüber im Bilde, was vor sich geht. Sie wissen mehr, als sie denken, also seien sie bereit für die Konsequenzen, wenn sie jemals einen Sigma kreuzen. Sie müssen berücksichtigen, was sie über sie wissen könnten, bevor sie ihren Zug machen. Während andere Leute einfach mit dem Strom schwimmen mögen, planen und überlegen, Sigma-Männer immer. Ihr Geist arbeitet immer, um den besten Weg zu finden, ihre Ziele zu erreichen. Das macht sie zu einem schwierigen Gegner, da sie immer einen Schritt vorausdenken. Wenn sie jemals im Wettbewerb mit einem Sigma-Mann stehen, werden sie sich wahrscheinlich im Nachteil befinden. Sie können sicher sein, dass er bereits einen Weg gefunden hat, um sie zu besiegen. Sie suchen immer nach Möglichkeiten, um einen Vorteil gegenüber ihren Gegnern zu erlangen. Nummer 4. Sie sind äußerst rational. Sigma-Männer sind einige der rationalsten Menschen, die du jemals treffen wirst. Sie lassen niemals ihre Emotionen, ihre Entscheidungen beeinflussen. Sie denken immer klar und treffen Entscheidungen basierend auf Logik. Wenn du mit einem Sigma argumentierst, wirst du schnell feststellen, dass ihre Antworten immer durch Logik unterstützt sind. Mit Emotionen zu versuchen, sie zu beeinflussen, wird einfach nicht funktionieren. Du kannst kein Argument gegen einen Sigma gewinnen, indem du emotionale Appelle benutzt. Du musst deine Ansprüche mit Logik und Beweisen untermauern können, wenn du ihren Respekt gewinnen willst. Andernfalls sehen sie dich einfach als jede andere Person, die versucht, sie auszunutzen. In diesem Fall werden sie dich wahrscheinlich einfach ignorieren oder noch schlimmer, versuchen, dich in deine Schranken zu weisen. Nummer 5. Sie haben sehr starke Selbstkontrolle. Sigma-Männer verlieren nie die Fassung, egal was die Situation ist. Sie bewahren immer ihre Fassung. Das liegt daran, dass sie eine ausgezeichnete Selbstkontrolle haben. Sie lassen nie zu, dass ihre Emotionen die Oberhand gewinnen. Es spielt keine Rolle, ob sie gerade beleidigt wurden oder sich in einem hitzigen Streit befinden. Sie bewahren immer die Ruhe und denken klar.
Das ist einer der Gründe, warum sie so gefährliche Gegner sind. Wenn du es mit einem Sigma zu tun hast, kannst du ihn niemals dazu bringen, die Fassung zu verlieren. Du kannst sie niemals dazu bringen, etwas zu tun, was sie nicht wollen. Sie behalten immer die Kontrolle über die Situation und lassen nie zu, dass ihre Emotionen ihr Urteilsvermögen trüben. Das ist einer der Gründe, warum sie so großartige Anführer sind. Sie lassen nie zu, dass ihre Emotionen ihre Entscheidungen beeinflussen. Deshalb sehen die Leute immer zu ihnen auf und respektieren sie. Nummer 6. Sie zeigen nie ihre wahren Absichten. Der Sigma-Mann ist ein Meister der Tarnung. Wenn er sich bedroht fühlt, wird er nie seine wahren Absichten offenbaren, was es sehr schwer macht zu wissen, was er wirklich denkt. Er ist immer berechnend und weiß sehr gut, wie er seine Karten spielen muss. Das macht ihn zu einer sehr schwierigen Person, denn man weiß nie, was er als nächstes tun wird. Er möchte lieber, dass die Leute raten und aus dem Gleichgewicht geraten. Er ist immer ruhig und gesammelt auf der Oberfläche, aber hinter diesem leeren Blick steckt viel. Während der Alpha-Mann direkter vorgeht, wenn er jemanden ärgern will, ist der Sigma-Mann zurückhaltender. Nummer 7. Sie sind Experten darin, Menschen zu lesen und eine Situation zu manipulieren. Wenn Sie es mit einem Sigma-Mann zu tun haben, haben Sie es nicht mit Ihrem Durchschnittsmann zu tun. Sie sind sehr gut darin, Menschen zu lesen und ihre Motivationen zu verstehen. Das macht Sie sehr gefährlich, weil Sie eine Situation leicht zu Ihren Gunsten manipulieren können. Sie wissen, wie Sie alle richtigen Knöpfe drücken und am Ende immer das bekommen, was Sie wollen. Diese Fähigkeit ist auch dann nützlich, wenn man versucht, Informationen von jemandem zu erhalten. Sie sind sehr gut im Verhör und können oft dazu bringen, dass Leute Dinge preisgeben, die sie nie beabsichtigt haben. Es hat keinen Sinn, zu lügen oder etwas vor ihnen zu verbergen, denn sie werden direkt durch sie hindurchsehen. Wenn Sie einem Sigma etwas vormachen, wird er vorgeben, Ihnen zu glauben, nur um zu sehen, was Sie als nächstes tun werden. Er handelt sehr passiv, lässt Sie denken, dass Sie die Kontrolle haben, aber er ist es, der alle Fäden zieht. Er will sehen, wie weit Sie gehen werden. Während der Alpha-Mann aggressiv handelt, wenn man ihm etwas vormacht, verwendet der Sigma-Mann umgekehrte Psychologie. Er ist immer in Kontrolle, auch wenn es so aussieht, als wäre er es nicht. Er weiß, wie man eine Situation viel subtiler manipuliert als alle anderen. Nummer 8. Sie nehmen es nicht gut auf, überquert zu werden. Wenn Sie einen Sigma-Mann überqueren, werden Sie schnell lernen, dass es eine sehr schlechte Idee war. Sie nehmen es nicht gut auf, überquert zu werden, besonders wenn es etwas ist, das Sie stark fühlen lässt. Natürlich, wenn jemand ihm unbeabsichtigt etwas antut, erkennt Sigma es sofort und nimmt es nicht persönlich. Aber wenn Sie ihm absichtlich Unrecht tun, Mann, er wird es nicht vergessen, besonders wenn Sie ihn berührt haben, wo Sie es nicht sollten. Sie könnten denken, Sie könnten damit durchkommen, aber er wird Sie reinlegen. Es mag heute oder morgen nicht sein, aber er wird sicherstellen, dass Sie es bereuen, ihn überquert zu haben. So nachtragend der Sigma-Mann erscheint, er ist eigentlich keine rachsüchtige Person. Er mag es nur nicht, wenn ihn jemand gezielt für sich selbst stört. Er ist eher der Typ, der lieber Ärger aus dem Weg geht und sich nicht in die Angelegenheiten anderer einmischt. Aber wenn Sie es an seine Tür bringen, wird er nicht zögern, Ihnen zu zeigen, wer der Boss ist. Es ist wie eine persönliche Herausforderung für ihn und er wird nicht nachgeben, bis er als Sieger hervorgeht. Er wird Sie an Ihren Platz setzen, damit Sie verstehen, dass so etwas niemandem angetan wird, sei es bei der Arbeit, in seinem persönlichen Leben oder sogar online. Der Sigma wird Sie nicht damit davonkommen lassen. Sie dachten vielleicht, dass Sie ihn besiegen könnten, aber Sie werden schnell feststellen, dass Sie sehr falsch lagen. Nummer 9. Es steckt mehr hinter Ihnen, als man auf den ersten Blick sieht. Wenn Sie zum ersten Mal einen Sigma treffen, denken Sie vielleicht nicht viel von ihm. Er scheint wie ein normaler Kerl zu sein. Aber das ist genau das, was Sie wollen, dass Sie denken. Sie wollen sich einfügen, nicht bemerkt werden. Aber machen Sie keinen Fehler. Hinter dieser ruhigen Fassade steckt viel.
Sie wissen mehr, als sie zugeben, was sie sehr gefährlich macht. Wenn sie sich mit dem Sigma anlegen wollen, müssen sie auf das Unbekannte vorbereitet sein. Sigma-Männer sind oft sehr ruhig und introvertiert, aber das liegt daran, dass sie ständig beobachten und Informationen aufnehmen. Sie sind immer am Verarbeiten und Planen, was sie sehr schwer lesbar macht. Sie wissen nie, woran ein Sigma-Mann denkt, und das ist nichts, was sie unterschätzen sollten. Was sie an der Oberfläche sehen, ist nicht das, was sie bei einem Sigma-Mann bekommen, insbesondere wenn es um Intelligenz und Entschlossenheit geht. Sie sind viel komplexer, als sie erscheinen. Das ist die Art von Person, die sie an ihrer Seite haben möchten, aber niemals überqueren möchten. Nummer 10. Sie vergeben, aber vergessen nie. Sigma-Männer haben ein unglaubliches Gedächtnis und vergessen nie etwas. Das ist sowohl ein Segen als auch ein Fluch. Wenn sie sie in der Vergangenheit verletzt haben, werden sie es nie vergessen. Aber wenn sie gut zu ihnen waren, werden sie das auch nie vergessen. Sobald sie ihr Vertrauen gewonnen haben, werden sie ihnen ewig treu sein. Sie zeigen es vielleicht nicht, aber sie sind eigentlich sehr sentimentale Menschen. Deshalb haben viele Sigmas Schwierigkeiten, die Vergangenheit loszulassen. Sie mögen ihnen vergeben, aber sie werden nie vergessen, was sie getan haben. Wenn sie einen weiteren Fehler machen, egal wie klein, ist das Spiel vorbei. Sie werden sich schnell an all ihre vergangenen Verfehlungen erinnern und sie aus ihrem Leben entfernen. Deshalb ist es so wichtig, vorsichtig mit dem Sigma-Mann umzugehen. Sie mögen so aussehen, als ob ihnen nichts wichtig wäre. Aber sie haben tatsächlich viele Gefühle. Sie halten sie nur sehr gut verborgen. Vielleicht denken sie, dass sie es geschafft haben, ihn zu täuschen, aber er weiß eigentlich alles. Er wartet nur auf den perfekten Moment, um ihnen zu zeigen, dass er genau weiß, was sie getrieben haben. Nummer 11. Sie haben keine Angst, ihre Meinung zu sagen. Sigma-Männer haben keine Angst, ihre Meinung zu äußern, unabhängig davon, gegen wen sie sind. Sie sind immer ehrlich und direkt. Sie beschönigen nichts und versuchen nicht gut dazustehen. Wenn du sie nach ihrer Meinung fragst, werden sie sie dir direkt sagen, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was du hören möchtest. Wenn du denkst, dass du einen Sigma ausnutzen kannst, indem du versuchst, ihn dazu zu bringen, mit dir übereinzustimmen, liegst du komplett falsch. Sie werden nie einfach nur zustimmen, nur um des lieben Friedens willen. Sie werden dir immer ihre ehrliche Meinung sagen, auch wenn es nicht das ist, was du erwartet hast. Das kann manchmal für andere Leute abschreckend sein, da sie nicht an eine solche Ehrlichkeit gewöhnt sind. Aber wenn du darüber hinwegkommst, wirst du schnell erkennen, dass Sigma-Männer einige der vertrauenswürdigsten Menschen sind, die du jemals treffen wirst. Sie werden dir immer die Wahrheit sagen, auch wenn es deine Gefühle verletzen könnte. Nummer 12. Sie sind äußerst widerstandsfähig und entschlossen. Sigma-Männer gehören zu den widerstandsfähigsten und entschlossensten Menschen, die sie jemals treffen werden. Sie geben niemals auf, egal wie schwer es wird. Sie finden immer einen Weg, jedes Hindernis zu überwinden. Das liegt daran, dass sie einen unglaublichen Willen zum Erfolg haben. Sie setzen immer hohe Ziele und streben danach, sie zu erreichen. Egal wie oft sie scheitern, sie geben niemals auf. Sie finden immer einen Weg, sich wieder aufzurappeln und es erneut zu versuchen. Sie sind wahre Kämpfer, die niemals ihre Träume aufgeben. Also, wenn Sie es jemals mit einem Sigma-Mann zu tun bekommen, wissen Sie, dass Sie einen langen Kampf vor sich haben. Er wird niemals aufgeben, bis er als Sieger hervorgeht. Sie sind auch sehr entschlossen, das zu bekommen, was Sie wollen. Wenn Sie sich etwas vorgenommen haben, werden Sie nichts unversucht lassen, um es zu bekommen. Das macht ihn zu einem sehr gefährlichen Gegner, sowohl im geschäftlichen als auch in persönlichen Beziehungen. Wenn Sie ihn herausfordern, wird er nicht ruhen, bis er Sie besiegt hat. Aber wenn Sie auf seiner guten Seite sind, wird er ein mächtiger Verbündeter sein, der nichts unversucht lässt, um Ihnen bei der Verwirklichung Ihrer Ziele zu helfen. Ja, sicher, jeder ist entschlossen und widerstandsfähig, aber der Sigma nimmt das auf eine ganz andere Ebene. Sie sind eine Klasse für sich, wenn es um Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit geht. Deshalb sollten Sie immer vorsichtig mit dem Sigma sein. Sie wissen nie, wozu er fähig ist. Sigma-Krieger.
Willkommen zurück zu deinem Sigma-Männlichkeitsmecker. Weißt du eigentlich, wie mächtig du als Sigma bist? Und dass wir als Sigmas das Böse kinderleicht in die Knie zwingen können? Wir Sigmas sind in einem epischen Spiel von Gut gegen Böse und ziehen in die ultimative Schlacht mit unserem hochkomplexen Sigma-Geist und Sigma-Verhalten. Wir sind Zerstörer und Beschützer gleichzeitig. Andere schlottern mit den Knien vor uns. Aber natürlich würde es niemand zugeben, denn das Ego von bösen Menschen ist groß. Hast du jemals bemerkt, wie geschickt manche Menschen darin sind, ihr wahres Gesicht zu verbergen? Sie sind so manipulativ, dass es Jahre dauern kann, bis man merkt, wie übel sie wirklich sind. Diese hinterlistigen Meister der Täuschung nutzen jede Schwäche und jede Stärke ihrer Mitmenschen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Doch keine Sorge, hier kommst du ins Spiel. Als Sigma-Mann bist du dafür bekannt, durch die Fassaden hindurchzusehen. Du lässt dich nicht von charmanten Worten oder vorgetäuschter Freundlichkeit täuschen. Stattdessen durchschaust du die Manipulationen und findest die Risse in den emotionalen Erzählungen böser Menschen. Diese guten Morgen-Lächeln mit dem Messer hinter dem Rücken-Typen haben bei dir keine Chance. Du bist gefährlicher für diese Menschen als ein Alpha, Beta oder der berühmt-berüchtigte Knäckebrotmann, weil dein smarter Sigma-Geist ständig am Analysieren ist und diese Menschen ab der ersten Begegnung schon durchschaut. Nur eine holde Sigma-Frau lässt unseren smarten Sigma-Geist vielleicht mal schwach werden mit Tugenden, die aus der heutigen Zeit fast verschwunden sind. Aber das ist ein anderes Thema, mein Sigma-Bruder. In diesem Video wird dein Captain Sigma dir 9 Wege aufzeigen, wie du die Pläne böser Menschen durchkreuzen und deren Spielchen beenden kannst. Egal wie clever diese Übeltäter auch sein mögen, als Sigma-Mann bist du immer einen Schritt voraus und nutzt deine Intelligenz und Entschlossenheit, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Deswegen bist du als Sigma-Mann so gefährlich. Bereit, die dunklen Machenschaften zu entlarven und zu sehen, wie Sigma-Männer die Bösen zerstören? Lang lebe Sigma! Und ach ja, bitte lass mich gerne in den Kommentaren wissen, wie du mit bösen Menschen umgehst, meine Sigma-Krieger. In einer Welt voller Lärm und Chaos, in der jeder versucht, lauter und auffälliger zu sein als der andere, lebt ein Mann still und unerschütterlich. Dieser Mann ist ein Sigma. Sein Schweigen ist nicht seine Schwäche, sondern seine unerschütterliche Stärke. Während andere in sinnlose Streitereien und bedeutungslose Gespräche verstrickt sind, geht der Sigma seinen eigenen Weg, unbeirrt und fokussiert. Stell dir vor, du trägst dieses Vermächtnis auf deiner Brust oder hältst es in deinen göttlichen Händen. Unsere Kollektion, das Schweigen des Sigmas, ist genau das. Ein Symbol für die Macht des Schweigens. Der Vintage-Look der T-Shirts, Pullover und Tassen verkörpert die zeitlose Weisheit und stille Stärke, die uns Sigmas auszeichnet. Egal, ob du das Shirt trägst, den Pullover anziehst oder deinen Morgenkaffee aus der Tasse genießt, du trägst ein Stück der Sigma-Macht bei dir. Ein leises Statement, dass wahre Stärke im Schweigen liegt und dass ein Sigma seinen eigenen Weg geht, ohne sich von der lauten Welt beeinflussen zu lassen. Zeige der Welt, dass du kein Mitläufer bist. Du bist ein Sigma und dein Schweigen ist deine Superkraft. Hol dir jetzt deine Das Schweigen des Sigmas Kollektion und sei stolz auf dein Schweigen, Bruder. Link in der Beschreibung und in den Kommentaren. Danke für deine edle Unterstützung. Ohne dich könnte ich das hier nicht machen. Lang lebe Sigma. Nummer 1. Sigma-Männer halten immer einen sicheren Abstand. Böse Menschen können dich leicht kontrollieren, wenn sie uneingeschränkten Zugang zu dir haben. Während du bei bösen Menschen bist, sind sie sich deiner Schwächen bewusst und nutzen sie gegen dich. Sie sind immer bereit, dich über deine Komfortzone hinauszudrängen, um zu sehen, wie weit du gehen kannst. Da er jedoch weiß, wie man Grenzen setzt, frustriert der Sigma-Mann sie häufig. Der Sigma-Mann zieht es vor, alleine zu sein und will nichts, was seine Energie drainieren würde. Er ist auch schnell dabei, Grenzen zu setzen und diese gegen jeden durchzusetzen, der versucht einzudringen und Ärger zu verursachen. Nummer 2. Ein Sigma-Mann ist kein Diktator. So viel Macht wie möglich zu haben, ist eine der Hauptmotivationen dessen, was böse Menschen tun. Sie benötigen diese Autorität, um ihren irrationalen Bedarf zu erfüllen, über jeden in ihrer unmittelbaren Umgebung zu herrschen. Sie benötigen auch diese hohe Autorität, weil sie großen Wert auf ihren sozialen Status legen. Sie sind unglücklich, weil der Sigma-Mann die soziale Struktur nicht akzeptiert. Daher
hat er auch keine Lust, Kontrolle über diejenigen um ihn herum auszuüben, um sozial aufzusteigen. Aufgrund ihres Engagements und ihrer kontinuierlichen Selbstverbesserung erreichen Sigma-Männer immer die Spitze, wo sie mit höherem sozialen Ansehen belohnt werden. Der Führungsstil des Sigma-Mannes, der darauf abzielt, durch Beispiel voranzugehen anstatt durch Überredung, deckt häufig die geldgierigen Handlungen böser Menschen auf. Nummer 3. Sigma-Männer können falsche Gesten erkennen. Männliche Sigmas sind Einzelgänger, die Einsamkeit über intensiven sozialen Interaktionen schätzen. Das bedeutet, dass sie es genießen können, alleine zu sein, nicht, dass sie es hassen, mit anderen zusammen zu sein. Das Alleinsein hilft ihnen, Menschen zu studieren, was es für böse Menschen schwierig macht, sie zu täuschen. Sigma-Männer sind darin geübt, täuschende Freundlichkeit und subtil feindseligen Humor zu erkennen. Sie können erkennen, wenn jemand dir Geschenke aus egoistischen Motiven macht, anstatt weil sie einen unvernünftigen Gefallen im Austausch wünschen. Nummer 4. Sigma-Männer sind wandelnde Lügendetektoren. Böse Menschen nutzen häufig Lügen, um ihre eigenen Agenden voranzutreiben oder anderen um sie herum zu schaden. Da sie geschickt unter Geschichten und falschen Grinsen verborgen sind, kann es für die meisten Menschen herausfordernd sein, diese Lügen zu erkennen. Wenn jedoch ein Sigma-Mann in der Nähe ist, werden die Lügen böser Menschen immer widerlegt. Der Sigma-Mann ist in seinen Gesprächen immer wahrheitsgemäß, und wenn er mit seinen scharfen Beobachtungsfähigkeiten kombiniert wird, wird er darin geübt, Falschheiten und Lügner zu erkennen. Sigma-Männer können erkennen, wenn böse Menschen absichtlich ungenau sind oder wichtige Details aus ihren Erzählungen weglassen. Sie sind darin geübt, Körpersprache zu interpretieren und kleine Verhaltenshinweise zu erkennen, die auf Unehrlichkeit hinweisen. Nummer 5. Ein Sigma-Mann ist unabhängig. Für viele Menschen hängt das Wohlbefinden von der Zustimmung anderer ab. Sie kümmern sich sehr darum, was andere über sie sagen oder nicht sagen. In extremen Fällen wird ihre Existenzweise von den Ideen anderer bestimmt, die nicht die Autorität haben, ihr Leben so zu beeinflussen, wie sie es möchten. Da sie auf äußere Zustimmung angewiesen sind, sind Menschen anfälliger für die Pläne böser Menschen. Diese können dies ausnutzen, indem sie dich loben oder angenehme Dinge sagen, die sie wissen, dass dich glücklich machen würden. Diese Komplimente sind nur ein Teil ihres Plans, dich zu beeinflussen oder zu zwingen, das zu tun, was sie wollen, sobald sie dich haben. Da er nicht auf äußere Zustimmung angewiesen ist, ist der Sigma-Mann resistent gegen Schmeichelei. Er hat Selbstsicherheit und lässt nicht zu, dass das Urteil anderer Menschen seine Zukunft bestimmt. Er weiß genau, wie er seinen Selbstwert aufrechterhalten kann. Böse Menschen haben oft Schwierigkeiten mit der Selbstständigkeit des Sigma-Mannes, weil sie ihn nicht kontrollieren können und befürchten, dass Informationen über sein Selbstbewusstsein nach außen dringen und andere von ihren bösen Plänen erfahren könnten. Hier ist noch ein Bonuspunkt. Ein Sigma-Mann zu durchschauen ist herausfordernd. Böse Menschen nutzen häufig die Informationen, die sie aus Interaktionen mit Menschen erhalten, um ihre listigen Pläne umzusetzen. Viele Menschen liefern bösen Menschen unwissentlich Munition durch Worte, um anderen zu schaden. Böse Menschen werden oft verärgert, weil sie von einem Sigma-Mann, der eine der geheimnisvollsten Persönlichkeiten hat, nichts Wertvolles lernen können. Immerhin verrät er keine bedeutenden Details über sich selbst oder zeigt seine Emotionen offen. Obwohl es noch andere Wege gibt, sind die hier aufgeführten die häufigsten Wege, wie Sigma-Männer mit bösen Menschen umgehen. Nummer 6. Ein Sigma-Mann äußert immer seine Meinung. Wenn man gegen diejenigen arbeitet, die häufig zu schüchtern oder ängstlich sind, um sie zu konfrontieren, sind böse Menschen oft sehr erfolgreich darin, ihre Ziele zu erreichen. Die schonungslose Ehrlichkeit des Sigma-Manns wirkt den Zielen böser Menschen entgegen, weil er immer sagt, was er denkt, egal wie gut oder herausfordernd es erscheinen mag. Aufgrund der Möglichkeit, dass böse Menschen mächtige Mitglieder der Gesellschaft sein können, neigen die Menschen dazu, das schlechte Verhalten dieser Menschen zu ignorieren.
Der Sigma-Mann ist ein Nonkonformist und Rebell, der nicht davor zurückschreckt, die listigen oder betrügerischen Pläne der Bösen aufzudecken. Böse Menschen fühlen sich unwohl mit dieser Bereitschaft, die Wahrheit zu sagen, egal welche Konsequenzen dies hat. Nummer 7. Alle Sigma-Männer haben Selbstrespekt. Wir alle machen Fehler, da niemand fehlerfrei ist. Das ist eine Realität des Lebens. Böse Menschen sind jedoch dafür bekannt, sich nicht zu ihren Fehlern zu bekennen. Sie sind darin ausgezeichnet, andere dafür verantwortlich zu machen, für ihre Probleme und sie dazu zu bringen, sich zu entschuldigen. Der Sigma-Mann ist immun gegen die Strategie, andere für seine Probleme verantwortlich zu machen, weil er Selbstrespekt hat. Wenn solche Vorwürfe von bösen Menschen gemacht werden, wird ein Sigma-Mann sich niemals für die Schwierigkeiten anderer entschuldigen oder sich in eine Debatte mit ihnen einlassen. Nummer 8. Ein Sigma-Mann arbeitet immer daran, besser zu werden. Witze, die Menschen demütigen, sind eine Spezialität böser Menschen. Sie könnten Witze machen, die beleidigend sind über deine Beziehungen, dein Gewicht oder deine Errungenschaften. Sie könnten Witze über deine Unsicherheit machen, um dich minderwertig oder gehorsam ihnen gegenüber zu fühlen lassen. Weil er ständig daran arbeitet, sich zu verbessern, kann ein Sigma-Mann die Tricks böser Menschen durchschauen. Abgesehen davon, dass sein Selbstwertgefühl unberührt bleibt von dem, was andere von ihm denken. Er erkennt auch, dass Rückschläge oder Misserfolge einfach nur vorübergehend sind und dass er die Macht hat, seine Zukunft zu ändern, indem er eine schlechte Beziehung beendet, den Job wechselt, auf seine Gesundheit achtet und neue Fähigkeiten lernt. Menschen werden häufig verärgert, wenn sie sehen, dass ihre Strategien gegen den Sigma-Mann nutzlos sind, da er nur an sich selbst und seinen Zielen interessiert ist. Nummer 9. Sigma-Männer sind nicht daran interessiert, jemanden anders zu behandeln. Die Tatsache, dass der Sigma-Mann außerhalb der sozialen Hierarchie existiert, ist keine Neuigkeit. Dies bedeutet, dass er jeden in seiner Umgebung gleich behandelt. Im Gegensatz zu anderen Menschen findet es ein Sigma-Mann nicht akzeptabel, den Hausmeister weniger zu bevorzugen als den Chef aufgrund ihrer Position in der sozialen Rangordnung. Er interagiert mit anderen, weil er sie wirklich mag oder neugierig auf sie ist. Er tut dies nicht, weil er glaubt, dass es ihm hilft, seinen sozialen Status voranzutreiben oder zu erhalten. Im Gegensatz zu Sigma-Männern halten sich viele Menschen an die soziale Hierarchie und glauben an sie. Deshalb sind viele Menschen anfällig für die Tricks und Täuschungen, die böse Menschen verwenden, um ihre Machtposition zu behalten oder auszubauen. Wenn jedoch ein Sigma-Mann in der Nähe ist, können andere den deutlichen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie ein Sigma-Mann andere behandelt, und der Art und Weise, wie böse Menschen andere kontrollieren, erkennen, was häufig die Handlungen böser Menschen aufdeckt. Verstehst du das Unverständliche? Warum einige Menschen eine tief verwurzelte Abneigung gegen Sigma-Männer hegen, ist ein Rätsel, das selbst die Betroffenen oft nicht enträtseln können. Trotz ihrer Zurückhaltung und ihres selbstbestimmten Lebensstils scheinen Sigma-Männer unerklärlichen Hass und Ablehnung auf sich zu ziehen. Es ist Zeit, hinter die Fassade zu blicken und die dunklen Beweggründe dieser irrationalen Feindseligkeit zu beleuchten. In diesem tiefgründigen Video enthüllen wir 7 bizarre Gründe, die erklären, warum manche Menschen eine regelrechte Hassliebe gegenüber Sigma-Männern pflegen. Tauche ein in die Abgründe der menschlichen Psyche und entdecke, was sich hinter dieser undurchsichtigen Ablehnung verbirgt. Hier kommen 7 bizarre Gründe, warum Menschen Sigmas hassen. Nummer 1. Sie sind unvorhersehbar und schwer zu kontrollieren. Viele Menschen mögen es nicht, wenn sie jemanden nicht durchschauen können oder ihren nächsten Schritt vorhersagen können. Das ist genau der Fall bei Sigma-Männern, die einfach nicht in die üblichen Muster passen. Sie gehen ihren eigenen Weg, was sie zu einem Rätsel für diejenigen macht, die alles und jeden gerne durchschauen können. Diese Art der Unvorhersehbarkeit kann für einige beunruhigend sein, da sie ihre Berechnungen und Erwartungen in sozialen Situationen oder Beziehungen durcheinander bringt.
Menschen bevorzugen es oft, mit denen umzugehen, deren Handlungen und Entscheidungen leicht vorhersehbar sind, weil es ihnen ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit gibt. Wenn sie auf jemanden stoßen, der schwer zu fassen oder zu kontrollieren ist, kann das frustrierend oder sogar einschüchternd sein. Anstatt ihre Freiheit und Unabhängigkeit zu bewundern, hassen sie sie einfach, weil sie nicht leicht beeinflusst werden können. Dieser Grund, jemanden nicht zu mögen, mag lächerlich klingen, ist aber überraschend häufig. Es zeigt, wie sehr einige die Vorhersehbarkeit über die Individualität schätzen, auch wenn letztere niemandem schadet. Es ist seltsam, jemanden für so etwas zu hassen, aber es passiert öfter, als man denkt. Nummer 2. Sie spielen nicht nach den üblichen Regeln und machen andere unbehaglich. Diese Individuen wählen es, nach ihren eigenen Regeln zu leben und ignorieren oft gesellschaftliche Erwartungen, die für sie keinen Sinn ergeben. Das kann die Menschen um sie herum beunruhigen, weil die meisten Menschen daran gewöhnt sind, einer bestimmten Ordnung oder einer bestimmten Art und Weise Dinge zu tun, zu folgen. Wenn jemand kommt und mutig außerhalb dieser Normen tritt, kann das für den Status quo befremdlich oder sogar bedrohlich sein. Sie haben keine Angst zu hinterfragen, warum Dinge auf eine bestimmte Weise gemacht werden, und sie sind nicht daran interessiert, einen Weg zu gehen, nur weil er ausgetreten ist. Diese Unabhängigkeit und das Selbstvertrauen, den eigenen Weg zu bestimmen, können von denen negativ interpretiert werden, die sich in der Konformität wohlfühlen. Menschen könnten sie als Rebellen ohne Grund oder als Individuen sehen, die denken, sie seien besser als alle anderen, einfach weil sie sich nicht an die gleichen Regeln halten wie alle anderen. In Wirklichkeit sind sie einfach nicht bereit, ihre Werte oder Individualität für die Anpassung an andere zu kompromittieren. Dieses Missverständnis ist einer der vielen Gründe, warum sie gehasst werden könnten, obwohl ihre Absichten darin bestehen, authentisch zu leben und andere nicht unbehaglich zu machen. Es ist seltsam, aber manchmal mögen Menschen einfach diejenigen nicht, die nicht konform sind, auch wenn sie niemandem schaden. Es erinnert sie an ihre eigenen Unsicherheiten oder Ängste. Nummer 3. Sie sagen immer die Wahrheit, auch wenn es unangenehm ist. Ehrlichkeit ist etwas, das jeder sagt, dass er will, aber nicht jeder damit umgehen kann, besonders wenn sie von jemandem kommt, der sich nicht zurückhält. Das ist das Ding bei Sigma-Männern. Sie haben keine Angst zu sagen, was ihnen auf dem Herzen liegt, auch wenn es nicht das ist, was die Leute hören wollen. Diese direkte Herangehensweise kann manche Leute verärgern. Stell dir vor, du bist in einer Gruppe und alle stimmen zu, um den Frieden zu bewahren. Aber dann gibt es diese eine Person, die das Offensichtliche anspricht. Es ist für einige wie eine frische Brise, aber für andere einfach unangenehm. Menschen bevorzugen oft Komfort vor Wahrheit. Und wenn sie mit der nackten Realität konfrontiert werden, fühlen sie sich möglicherweise bloßgestellt oder peinlich berührt. Das macht sie negativ reagieren, manchmal sogar wütend auf den Boten, anstatt auf die Nachricht selbst. Es ist einfacher, jemanden zu hassen, weil er ehrlich ist, als sich mit den Wahrheiten auseinanderzusetzen, die sie aufzeigen. Das führt oft dazu, dass ihr Charakter missverstanden wird, sie als hart oder unsensibel dargestellt werden, wenn sie einfach nur darauf bedacht sind, echt zu sein. Es ist eine lustige Welt, in der Ehrlichkeit dich weniger beliebt machen kann, aber so ist das manchmal eben. Nummer 4. Sie stellen Logik über Emotionen, was für einige kalt wirken kann. In den Köpfen vieler ist das Zeigen von Emotionen eng mit Wärme und menschlicher Verbindung verbunden. Wenn jemand immer Logik über Gefühle stellt, kann er distanziert oder kalt wirken. Das ist oft der Grund, warum es manchen Menschen schwer fällt, sich Sigma-Männern anzunähern, die sich eher zur Logik neigen. Diese Männer analysieren Situationen sorgfältig, betrachten Fakten und Beweise, bevor sie Entscheidungen treffen oder Meinungen bilden.
Obwohl dieser Ansatz praktisch ist und oft zu fundierten Urteilen führt, kann er persönliche Interaktionen weniger persönlich erscheinen lassen, zum Beispiel in einer Situation, in der die meisten Trost anbieten würden, könnten diese logischen Denker stattdessen Lösungen anbieten. Es liegt nicht daran, dass es ihnen an Empathie fehlt oder dass sie weniger kümmern. Ihre Art, sich umsorgt zu zeigen, ist einfach anders. Sie glauben daran, das eigentliche Problem anzugehen, anstatt nur eine Schulter zum Ausweinen anzubieten. Dies kann jedoch als Gefühllosigkeit oder Mangel an Mitgefühl missverstanden werden. Dieses Missverständnis führt dazu, dass einige Menschen ihre logische Denkweise nicht schätzen, sondern sie stattdessen durch eine Brille des Skeptizismus oder sogar der Abneigung betrachten. Nummer 5. Sie nehmen Dinge nicht oberflächlich hin. Sigma-Männer gehen immer tiefer, wollen das Warum hinter allem wissen. Diese Gewohnheit des Hinterfragens und des Nicht-Akzeptierens dessen, was ihnen präsentiert wird, kann als Zweifel oder Misstrauen gegenüber anderen angesehen werden. Viele Menschen sind es nicht gewohnt, hinterfragt zu werden. Sie erwarten, dass ihre Worte als Wahrheit akzeptiert werden, ohne dass weitere Untersuchungen erforderlich sind. Wenn diese Jungs anfangen zu sondieren, fühlen sich einige, als würde ihre Integrität in Frage gestellt. Es ist seltsam, weil diese Qualität in gewisser Weise bewundert werden sollte. Sie zeigt einen scharfen Verstand und den Wunsch nach echtem Verständnis, nicht nur oberflächlichem Wissen. Es endet jedoch damit, ein weiterer Grund für Abneigung zu sein. Menschen könnten diese Eigenschaft als zynisch oder übermäßig skeptisch interpretieren, wenn sie tatsächlich nur natürlich neugierig sind und Authentizität schätzen. Dieses Verlangen, über die Oberfläche hinauszuschauen, kann diejenigen beunruhigen, die zufrieden sind, nur das Erscheinungsbild der Dinge zu sehen, oder diejenigen, die vielleicht etwas zu verbergen haben. In einer Welt, in der oberflächliches Hinnehmen oft der einfachste Weg ist, zeichnet ihre Weigerung, dies ohne Frage zu tun, sie als anders aus. Und leider wird diese Differenz nicht immer mit offenen Armen begrüßt. Nummer 6. Sie sind nicht von Titeln oder Status beeindruckt, was oft als respektlos wahrgenommen wird. Es ist irgendwie lustig, wie manche Leute wirklich verärgert werden, wenn sie jemanden treffen, dem fancy Titel oder große Jobpositionen nicht viel bedeuten. Das passiert oft bei Sigma-Männern, die einfach jeden als gleich betrachten, egal was auf ihrer Visitenkarte steht. Sie glauben daran, jeden gleich zu behandeln, egal ob du der CEO oder der Hausmeister bist. Aber das kann manchen Leuten sauer aufstoßen, besonders denen, die hart für ihre Statussymbole gearbeitet haben und eine gewisse Anerkennung oder Bewunderung erwarten. Wenn Sigma-Männer sich nicht verbeugen oder nicht super beeindruckt von den Errungenschaften oder dem Titel einer Person wirken, wird das oft als unhöflich oder respektlos angesehen. Es ist ein wenig weit hergeholt zu denken, jemand sei respektlos, nur weil er keine große Sache aus Titeln macht. Sie versuchen nicht gemein zu sein oder die harte Arbeit anderer herabzusetzen. Sie sehen Titel einfach nicht als das Wichtigste an einer Person. Es ist seltsam, für so etwas nicht gemocht zu werden, aber es zeigt, wie einige Menschen viel Wert auf Status legen und erwarten, dass andere das auch tun. Manchmal ist das wirklich Wichtige, wie wir einander behandeln, nicht die Titel, die wir tragen. Nummer 7. Sie sind unumwunden selektiv, wer in ihren inneren Kreis gelangt. Sehr wählerisch darüber, mit wem sie abhängen oder enge Freunde betrachten, lässt einige Menschen sich ausgeschlossen oder nicht gut genug fühlen. Es ist wie beim Auswählen von Teams im Sportunterricht und manche Leute werden zuletzt gewählt. Es tut weh. Sigma-Männer möchten nur bei Menschen sein, die sie wirklich verstehen und ähnliche Vibes teilen, was keine schlechte Sache ist. Aber für andere könnte es so wirken, als wären sie hochnäsig oder würden denken, dass sie besser sind als alle anderen. Sie suchen einfach nach bedeutungsvollen Verbindungen, anstatt einer Menge oberflächlicher Beziehungen zu haben.
Dieses Merkmal kann jedoch bei anderen schlecht ankommen, insbesondere wenn sie versucht haben, näher zu kommen und auf eine kühle Distanz gestoßen sind. Anstatt es als eine persönliche Wahl für tiefe Verbindungen zu sehen, wird es als direkte Ablehnung angesehen. Dies kann zu einigen schlechten Gefühlen und Missverständnissen führen, wodurch andere schnell dazu neigen, sie als unfreundlich oder arrogant zu beurteilen, wenn sie tatsächlich nur vorsichtig sind, mit wem sie sich öffnen. Es ist seltsam, jemanden zu hassen, weil er vorsichtig mit seiner Freundschaft umgeht, aber es zeigt, wie Leute manchmal Dinge falsch verstehen können. Meine Sigma-Brüder, wir Sigma-Männer lieben nichts mehr als unsere Freiheit. Wir sind das Rudel der Unabhängigen. Und deshalb reagieren wir Sigma-Männer auch heftig, wenn jemand versucht, uns zu kontrollieren. Manche Menschen wirken sehr leise, unaufgeregt und vielleicht halten sie manche auch für zu sanft, vielleicht sogar schüchtern. Man könnte annehmen, dass diese Menschen perfekte Opfer für Kontrolle und Manipulation sind. Doch wenn dann jemand versucht, sie zu kontrollieren oder zu manipulieren, dann passiert etwas Unerwartetes. Sie reagieren nicht wie erwartet. Vielleicht reagieren sie gar nicht. Diese Unberechenbarkeit kann zutiefst beunruhigend sein. Man weiß nicht, wie man mit solchen Menschen umgehen soll oder wozu sie fähig sind. Diese Unklarheit kann einschüchternd wirken. Na, hast du dich wieder erkannt, mein Sigma-Bro? Dieses Verhalten ist typisch für uns Sigma-Männer. Wir bleiben bewusst unter dem Radar und vermeiden unnötige Aufmerksamkeit. Immerhin sind wir keine Alphas, die ständig das Rampenlicht brauchen, um sich gut zu fühlen. Aber an alle, die uns nicht kennen, täuscht euch nicht. Nur weil wir nicht laut und auffällig sind, heißt das nicht, dass wir schwach oder leicht zu kontrollieren sind. Im Gegenteil, wir Sigmas werden oft unterschätzt und für leichte Ziele gehalten, aber wir sind extrem strategisch und kalkuliert in unserem Handeln. Wir sind diejenigen, die das Spiel schon längst durchschaut haben. Es macht manchmal einfach Spaß, sich das Theater weiter anzuschauen, denn wer lässt sich nicht gerne entertainen? Wir kennen das Schachbrett, die Positionen der anderen, und überlegen uns ganz genau, wohin wir gehen. Während Alpha-Typen lautstark ihre Dominanz demonstrieren, planen Sigma-Männer ihre Züge im Stillen. Sie lassen sich nicht einfach kontrollieren oder manipulieren und ihre Reaktionen sind alles andere als vorhersehbar. Hier sind 8 knallharte Reaktionen, die Sigma-Männer zeigen, wenn jemand versucht, sie zu kontrollieren. Und eine eindeutige Warnung geht raus an alle, die es versuchen wollen. Lasst es lieber, denn wir sind die King of Kings. Und auch wenn wir unabhängig sind, wir Sigmas halten zusammen wie ein Rudel Wölfe. Bereite dich darauf vor, überrascht zu werden. Sigma-Männer spielen nach ihren eigenen Regeln. Lang lebe Sigma. Hey, mein Sigma-Bruder. In letzter Zeit schlafe ich kaum noch, denn ich brüte ständig in meinem Sigma-Geist über neue Ideen nach. Ein neues königliches Trinkgefäß für meine edlen Sigmas ist mir dabei eingefallen. Denn ich genieße gerne einen Kaffee oder Tee, bevor ich in die Schlacht ziehe. Du auch? Erhebe deine Tasse und feiere die wahre Essenz des Sigma-Mannes mit unserer King of Kings, Sigma-Tasse. Mit einem majestätischen Schachkönig, der siegreich über gefallenen Bauern thront, symbolisiert sie die unerschütterliche Stärke und Überlegenheit der Sigma-Männlichkeit. Perfekt für jene, die ihren eigenen Weg gehen und dennoch unangefochten an der Spitze stehen. Das hier ist die Geschichte hinter der Tasse. In einer mondbeschienenen Nacht, während ich in der Dunkelheit meines Sigma-Geistes brütete, wurde ich von einer visionären Eingebung heimgesucht. Diese Eingebung nahm die Gestalt einer betörenden Konkubine an, die mich in den Tiefen der Nacht besuchte. Sie kam zu mir, weil ihr Alpha-Mann unfähig war, ihr intellektuelles Verlangen zu stillen. Gemeinsam tauchten wir in tiefgründige Gespräche ein, die nur ein wahrer Sigma verstehen kann. Während unserer nächtlichen Unterredungen, bei denen die Sterne Zeugen unserer Weisheit waren, offenbarte sie mir die Vision eines Schachkönigs. Sie sagte mir, »Du, mein Sigma, bist der wahre Herrscher dieser Erde, ohne dass du es willst. Einsam, doch siegreich, umgeben von gefallenen Bauern.« Diese Metapher traf mich wie ein Blitz. Der Sigma-Mann, der unabhängig und stark seinen eigenen Weg geht, bleibt unangefochten an der Spitze. Meine edlen Brüder, diese Tasse ist mehr als ein simples Trinkgefäß. Sie ist ein Symbol unserer erhabenen Existenz, unserer unerschütterlichen Stärke und unserer triumphalen Unabhängigkeit. Wann immer ihr aus dieser Tasse trinkt, erinnert euch daran, dass ihr der wahre König aller Könige seid. King of Kings, King of Kings. Und weil es so schön ist nochmal, King of Kings, Sigma,
der über allen thront. Holt euch diese königliche Tasse und lasst uns gemeinsam unser Sigma-Erbe feiern. Lang lebe Sigma! Und danke für eure erhabene Unterstützung, meine edlen Sigma-Krieger. Ich hoffe, dass ich bald nur noch für meine Krieger da sein kann und meinen Job bei meinem brutalen Alpha-Chef kündigen kann. Danke. Nummer 1. Nonverbaler Widerstand. Du könntest etwas merken, wenn du versuchst, einen Sigma zu kontrollieren. Eine Atmosphäre, dass er nicht voll dabei ist. Dieser Mann wird keinen großen Wirbel machen oder seine Stimme erheben. Er wird einfach klare Signale senden, ohne ein Wort zu sagen. Vielleicht ist es die Art, wie er die Arme verschränkt oder wie er dich anschaut, mit scharfen und beurteilenden Augen. Diese kleinen Zeichen sind sein Weg, einen Zaun aufzustellen, der dir zeigt, dass er nicht jemand ist, mit dem man sich anlegen sollte. Seine Haltung könnte sich ändern, er könnte ein wenig größer stehen oder er könnte dir einen harten Blick geben, der mehr sagt, als Worte je könnten. Es geht ihm nicht um Drama oder darum, eine Szene zu machen, also hält er es ruhig. Aber irren Sie sich nicht, sein Schweigen spricht Bände. Es ist, als hätte er diesen Schild aufgestellt und nichts von dem, was du sagst, wird ihn durchdringen. Und es geht nicht nur darum, stur zu sein. Das ist seine Art, sich selbst treu zu bleiben. Er wird nicht zulassen, dass ihn jemand dorthin drängt, wo er nicht hin möchte, und das kannst du alles in seiner ruhigen, festen Haltung sehen. Versuche, ihn dazu zu bringen, wenn er so festgelegt ist, wird schwierig sein. Manchmal sind es die Dinge, die er nicht tut oder sagt, die dir genau zeigen, wo du stehst. Du bleibst mit deinen eigenen Worten in der Luft hängen und realisierst, dass sie nicht landen, wie du dachtest, dass sie es würden. Sein nonverbaler Widerstand ist eine mächtige Botschaft, dass er nicht zustimmt und er braucht nicht einmal etwas zu sagen. Nummer 2. Ghosting. Während die meisten Menschen auf Kontrolle oder Manipulation mit Konfrontation reagieren, könnten Sigma-Männer sich nicht einmal die Mühe machen. Sie werden einfach aus deinem Leben verschwinden, ohne Erklärung. Dies passiert, wenn du versuchst, im Hintergrund die Fäden zu ziehen oder sie für deinen eigenen Gewinn zu nutzen. Sobald du eine Grenze überschritten hast, sehen sie keinen Sinn darin, mit dir zu diskutieren oder sich zu erklären. Wenn sie auch nur den geringsten Hauch von Kontrolle oder Manipulation spüren, werden sie spurlos verschwinden. Sie kümmern sich nicht um deine Reaktion oder was du denken könntest. Wenn etwas faul ist, sind sie weg. Sie werden sich einfach leise aus der Situation entfernen und weitermachen. Das kann für diejenigen frustrierend sein, die versuchen, sie zu kontrollieren und sie ohne Abschluss oder Sieggefühl zurücklassen. Sigma-Männer wollen keine Zeit und Energie auf jemanden verschwenden, der sie nicht respektiert oder ihre Grenzen respektiert. Es geht nicht darum, dass sie Angst haben oder Konfrontation nicht bewältigen können. Sie wählen einfach den Weg des geringsten Widerstands, anstatt einen sinnlosen Kampf zu führen. Sie wählen ihre Kämpfe weise, wissen, wann sie sich einlassen sollen und wann es am besten ist, sich zurückzuziehen. Keine Szene, kein Streit, nur ein stilles Zurückziehen, das den Kontrolleur ratlos und machtlos zurücklässt. Es ist, als wären sie nie dagewesen und für jeden, der versucht, sie an der Leine zu halten, ist es eine Erkenntnis, dass sie nicht diejenigen sind, die die Kontrolle haben. Nummer 3. Taktische Zustimmung und absichtliche Irreführung. Wenn du versuchst, ihn zu lenken oder zu kontrollieren, könnte der Sigma-Mann mitspielen, aber nicht auf die Weise, die du erwartest. Er könnte dich glauben lassen, dass du die Kontrolle hast, Ereignisse subtil in eine Richtung lenken, die seinen Interessen entspricht. Ohne dass du es merkst, hört er zu, nickt sogar, stimmt manchmal zu, aber das ist eine clevere Taktik. Anstatt offen Widerstand zu leisten, wird er die Illusion erzeugen, dass er auf dein Spiel hereinfällt, während er still seinen eigenen Kurs festlegt. Es ist wie bei einem Schachmeister, der immer 3 Züge voraus ist. Wenn du versuchst, ihn zu manipulieren oder zu täuschen, wird er dir die Illusion der Zustimmung geben, während er leise deine Bemühungen hinter den Kulissen untergräbt. Er ist nicht rachsüchtig oder bösartig. Er möchte einfach nicht kontrolliert werden. Und das ist seine Art,
seine Unabhängigkeit zu wahren. Du wirst denken, dass du gewinnst, dass er deiner Führung folgt. Aber in Wirklichkeit geht er nur einen Weg, den du nicht einmal zu bewachen gedacht hast. Das kann unglaublich desorientierend sein, weil alles auf der Oberfläche in Ordnung zu sein scheint. Und bis du realisierst, was passiert ist, hat er bereits sein Ziel erreicht und es gibt wenig, was du dagegen tun kannst. Diese Reaktion könnte dich ratlos zurücklassen und du fragst dich, wohin dein Einfluss gegangen ist und wer die Zügel die ganze Zeit hatte. Sigma-Männer sind Meister der subtilen Manipulation und werden sie zu ihrem Vorteil nutzen, wenn sie zu weit gedrängt werden. Auch wenn dies an sich manipulativ erscheinen mag, ist es für Sigma-Männer einfach ein Überlebensmittel. Sie versuchen nicht, jemanden zu verletzen oder zu schaden. Sie schützen sich einfach vor denen, die versuchen könnten, sie zu kontrollieren oder zu manipulieren. Sie haben gelernt, selbstständig zu sein und sich nicht auf die Agenda anderer zu verlassen. Sie wollen nicht als Spielsteine in einem fremden Spiel benutzt werden, also übernehmen sie die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal. Es geht nicht darum, hinterlistig oder täuschend zu sein, sondern um Klugheit und Strategie. Nummer 4. Festlegen von Grenzen. Viele Menschen glauben oft, dass, wenn sie alles tolerieren, andere mehr Respekt vor ihnen haben werden. Sie wollen von allen gemocht werden, also lassen sie andere über sie hinweggehen. Sigma-Männer gehen jedoch einen anderen Weg. Wenn sie sich herumgeschubst oder kontrolliert fühlen, ziehen sie eine klare Linie, um ihren Raum und ihre Prinzipien zu schützen. Sie sind nicht aggressiv dabei, aber sie stellen sicher, dass sie ruhig und gelassen vermitteln, was sie tolerieren und was nicht. Sie äußern ihre Grenzen und stellen sicher, dass andere verstehen, dass diese nicht verhandelbar sind. Es wird respektvoll und dennoch bestimmt gemacht, ohne Raum für Missverständnisse oder Überschreitungen der Grenzen, die sie gezogen haben. Dieser Ansatz bewahrt nicht nur ihre persönliche Integrität, sondern vermeidet auch unnötige Konflikte, indem er von Anfang an ihre Erwartungen klar macht. Diese Personen machen kein Drama daraus. Es ist eine klare Erklärung von Selbstrespekt und Autonomie. Wenn ihre Grenzen ignoriert oder herausgefordert werden, zögern sie nicht, sie zu verstärken und zu zeigen, dass Respekt für ihren persönlichen Raum von höchster Bedeutung ist. Es ist für sie nicht verhandelbar und sie sind nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Nummer 5. Stoische Gleichgültigkeit. Einige Männer lassen sich nicht leicht aus der Ruhe bringen. Sie haben diese coole, ruhige Energie, die nicht erschüttert werden kann. Wenn andere versuchen, sie herumzuschubsen oder zu kontrollieren, bleiben Sigma-Männer unbeeindruckt. Sie könnten innerlich voller Emotionen sein, aber äußerlich sind sie cool wie Eis. Sie haben eine stoische Gleichgültigkeit, die wie ein Schild wirkt. Du wirst sie nicht aufgeregt finden oder kaum eine Reaktion zeigen. Es ist, als wären sie in ihrer eigenen Welt, in der die Forderungen anderer sie nicht berühren können. Anstatt in Streitereien zu geraten oder einen Punkt zu beweisen, lassen sie die Dinge einfach an sich abprallen. Das kann Leute wirklich aus dem Konzept bringen, besonders diejenigen, die es gewohnt sind, ihren Willen zu bekommen. Sie tun es nicht, um gemein zu sein oder anzugeben. Es geht mehr darum, ihren Frieden zu bewahren und sich selbst treu zu bleiben. Wenn Unsinn auf sie zukommt, lassen sie ihn nicht haften. Sie machen einfach mit ihrem Tag weiter, ohne der Geräuschkulisse um sie herum Macht zu verleihen. Es ist eine ruhige Art, ihre Position zu verteidigen und zu zeigen, dass ihr eigener innerer Frieden und ihre Richtung wichtiger sind als äußere Einflüsse. Nummer 6. Verwendung von Sarkasmus. Wenn es sich so anfühlt, als würden andere versuchen, sie zu beeinflussen, greifen Sigma-Männer auf Sarkasmus zurück. Es ist wie ihre geheime Waffe. Anstatt wütend oder aufdringlich zu werden, setzen sie auf witzige Antworten. Ein cleverer, sarkastischer Kommentar kann Bände sprechen und sagen, "Ich kaufe nicht, was du verkaufst, ohne eine große Szene zu verursachen." Sie bringen einen Witz oder einen lustigen Einzeiler in das Gespräch ein, der auch als lockere Warnung dient, Hände weg. Es ist ihre Art, zu verhindern, dass die Dinge zu ernst werden, während sie gleichzeitig ihre Position verteidigen.
Und oft kann diese Art von Humor Spannungen abbauen und daran erinnern, dass sie ihr eigener Chef sind. Es ist ziemlich effektiv, denn es kann die andere Person ein wenig verwirrt zurücklassen und doch die Botschaft laut und klar vermitteln. Sie sind nicht die Art von Person, mit der man herumspielen kann. Sigma-Männer wählen, ihre Autonomie mit einem Lächeln und einem Lachen zu schützen, um zu zeigen, dass sie nicht verärgert sind, aber definitiv auch nicht zustimmen. Dieser Ansatz bringt etwas Spaß in die Sache und bleibt dennoch ihrem Kernprinzip treu, sich selbst treu zu bleiben. Nummer 7. Kreative Rebellion. Sigma-Männer folgen nicht der Masse oder passen sich gesellschaftlichen Normen an. Wenn jemand versucht, sie zu kontrollieren oder zu manipulieren, um etwas zu tun, dem sie nicht zustimmen, reagieren sie oft mit kreativer Rebellion. Diese kann sich in verschiedenen Formen manifestieren, wie etwa alternative Wege zu finden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, oder ihre Kreativität einzusetzen, um den Kontrolleur auszutricksen. Sie haben eine natürliche Abneigung dagegen, gesagt zu bekommen, was sie tun sollen, besonders wenn es nutzlos oder sinnlos ist. Ihre unabhängige Natur führt dazu, dass sie Autorität und gesellschaftliche Regeln in Frage stellen und ihren eigenen einzigartigen Weg finden. Sie folgen nicht blind der Herde, sie schmieden ihren eigenen Weg. Oft überraschen sie andere mit ihren unkonventionellen Methoden. Auch wenn dies wie Trotz erscheinen mag, ist es eigentlich nur ein Weg für Sigma-Männer, sich davor zu schützen, durch Regeln kontrolliert zu werden, die für sie absolut keinen Sinn ergeben. Sie versuchen nicht rebellisch oder schwierig zu sein, um des Widerstands willen. Sie wollen einfach nicht blind jeder Regel folgen, ohne den Grund dafür zu verstehen. Nummer 8. Gegenmanipulation. Dies ist wie ein mentales Judo-Spiel. Sie verwenden die Züge des Manipulators gegen ihn. Sie notieren sich immer die Taktiken und Pläne anderer und speichern diese Informationen für den Bedarf. Sie machen kein Theater daraus, prahlen nicht oder drohen nicht. Sigma-Männer warten einfach still und geduldig. Wenn die Zeit reif ist, drehen sie die Situation zu ihrem Vorteil, oft auf subtile und unerwartete Weise. Sie könnten anfangen, allem zuzustimmen, was der Manipulator sagt, sein Ego füttern, während sie langsam Entscheidungen und Handlungen in Richtung ihrer eigenen Ziele lenken. Es geht nicht darum, Schaden anzurichten, es geht darum, Autonomie zu wahren. Sie lenken einfach die Kraft, die gegen sie eingesetzt wird, um die Dinge in eine Richtung zu bewegen, die sie bevorzugen. Auf diese Weise bleiben sie in Kontrolle, ohne konfrontieren oder Konflikte schaffen zu müssen. Für das ungeschulte Auge hat sich nichts geändert, aber für diejenigen, die versuchen, Kontrolle auszuüben, kommt die Erkenntnis zu spät. Sie stellen fest, dass ihre Bemühungen zu manipulieren umgedreht wurden, was sie desorientiert und oft ohne echte Macht zurücklässt. Es ist ein deutliches Zeichen dafür, dass der Versuch, jemanden zu manipulieren, der immer mehrere Schritte vorausdenkt, ein verlorener Kampf ist.